Ja, liebe Freunde des SV Darmstadt 98, hier stehen wir im südspanischen Soto Grande, kurz vor Gibraltar, kurz vor Marbella, aus welcher Richtung man sich das auch immer anguckt, wo sich der SV Darmstadt 98 auf den Rest der Rückrunde vorbereitet. Und das, wenn man hier sieht, bei ja, mega optimalen Bedingungen, besser kann man es nicht sagen. Der Platz liegt hier da wirklich wie eine Eins. Wir haben den Rasen mal angeschaut, der ist frisch eingesät worden, ist normal ein Polofeld, ist hier ganz frisch. Das Wetter, man sieht es, 18, 20 Grad, Bombe hier, also wirklich beste Bedingungen. Trainer Dimitris Kramotzes hat alle Mann an Bord. Morgen ist das erste Testspiel gegen den Schweizer Zweitligisten Lausanne Sport. Am Dienstag gegen Gazmetan Mediaș, gegen rumänischen Verein, und am Mittwoch geht es wieder zurück und dann geht es nach Kiel zum ersten Spiel. Beste Bedingungen, bisschen kalt war es heute Nacht im Hotel, hat uns Marvin Mehle vorhin erzählt, aber die Klimaanlage kriegen sie auch noch hin, und wenn das einzige Problem ist, was die 98er haben, dann haben wir eigentlich kein Problem. Wir halten euch hier auf dem Laufenden, bleibt uns gewogen und schaut immer mal wieder rein. Bis dann, tschüss.